Hallo Männer, willkommen auf dem Kanal und heute zeige ich euch mal ein Interview mit dem Marvin. Und der Marvin ist 38, Familienvater und sein Ziel war es, nach einer längeren Beziehung wieder ins Dating ein bisschen reinzukommen und regelmäßig Dates zu haben. Und das Ganze haben wir jetzt innerhalb von 3 Wochen sehr gut erreichen können. Deswegen seid gespannt, schaue ich das Ganze gerne an und wir sehen uns bis gleich. Ich bin 38, Familienvater, ich habe 3 Kinder. Also ich habe schon einiges an Lebenserfahrung und ich habe auch jetzt nicht so das Grundproblem, auf Leute zuzugehen und sowas. Ne? Ja. Natürlich war das mit Frauen, weil ich auch lange in einer Beziehung war, war das halt immer so. Ich bin viel auf Frauen zugegangen, durch meine Jobs und alles, aber halt nicht auf diese Flirtbasis. Was bei mir, bei euch oder bei deinem Coaching am meisten bisher, ich bin bei Modul 3 erst, geholfen hat, sind diese Männlichkeitsdinger. Ne? Das ist, finde ich persönlich auch, ist das, wenn du das verinnerlichst, ne, kommt der Rest von selber. Und man muss sich darauf einlassen. Man muss nicht selber nachdenken, ne, sondern einfach das machen, was ihr sagt. Das ist ein Coaching. Mir hat es bisher sau geholfen. Du hast ja auch so ein bisschen miterlebt, was ich bisher für Erfolge hatte. Erzähl ruhig mal ein bisschen was. Also was waren so deine größten Erfolge, würdest du sagen? Von letzter Woche Freitag, ne? Dass ich da beim Sport wirklich eine über meinen Schatten gesprungen bin, beim Sport, und jemand angesprochen habe. Und beim Sport bin ich eigentlich so, dass ich überhaupt niemanden ansprechen darf. Und da haben wir uns doch dazu verabredet, haben einfach uns selber die Pizzen gemacht, sind dann romantisch in mein Auto, mit dem Auto an Deich gefahren, hier oben ans Meer. Und ja, Pizza gegessen. Eine Sache noch, was mir gerade einfällt. Würdest du sagen, aufgrund deines Alters gibt es keine Frauen mehr, die du kennenlernen kannst? Nein. Über 30? Definitiv. Ist nett, nein, oder? Definitiv nicht. Du wirst halt reifer und du wirkst anders auf Frauen. Also ich glaube mal, wenn ich jetzt wirklich neben jemanden bin, der auch so, also neben meinem, sagen wir mal, 25- oder 26-jährigen Ich, der vor 12 Jahren war, würde ich den total ausstechen. Du strahlst als Älterer natürlich auch, wenn du dein Selbstbewusstsein hast, Erfahrung und sowas oder Ruhe und sowas aus. Ich bin auch viel ruhiger geworden. So ist es. Es ist einfach nur Mindset-Sache halt, ne? Weil viele sagen, ja, ich bin jetzt alt und jetzt klappt nicht mehr und so. Aber wenn du der Meinung bist, dass es funktioniert, funktioniert es noch besser. Ne? Natürlich, und ist es auch. Ist es auch. Du bist halt abgeklärter. Du hast halt in der Frau mehr zu bieten. Sagen wir jetzt mal so, an Erfahrung, einfach an Erfahrung. Und da stehen die Frauen drauf. Du kannst immer, als Mann, kannst du immer Frauen kriegen. Und nicht die, und immer, auch immer echt gute. Wie würdest du sagen, in deinem Alter kannst du am besten Frauen kennenlernen? Also was für Möglichkeiten hast du denn? Ich bin immer Freund von dieser direkten Gesicht zu Gesicht, weil da kann man sich nicht verstellen. Man kann nicht großartig überlegen, was man sagt. Man sieht den Gegenüber und man kann viel besser aufeinander einwirken. Meinst du das so oder an was für Orten oder was für Gelegenheiten? Genau, an was für Orten oder was für Gelegenheiten? Weil ich habe schon öfter auch von älteren Männern gehört, die sagen halt, es gibt keine Gelegenheiten. Alles sind vergeben in meinem Alter zum Beispiel. Also wo ich jetzt richtig gute Erlebnisse mitgemacht habe, ist eine Ü30-Party. Und da hat man auch selber Bock drauf, weil das halt die Musik ist von früher, die man kennt und wo man mitsingt. Und da hast du automatisch Spaß. Und du weißt automatisch, und da sind wirklich Frauen, die auch auf der Suche sind. Auch mal nach einem One-Night-Stand oder auch nach einer Beziehung, auf dem Weihnachtsmarkt oder sowas. Also diese alltäglichen Sachen. Auf Stadtfesten findet man gute Gelegenheiten. Man muss einfach im Prinzip mit sich selber cool sein und dahin gehen, wo man sich wohlfühlt. Bock auf Joggen, gehe ich in den Park joggen, da finde ich welche oder sowas. Gehe ich in den Park und finde auch welche. Ne? Ja. Da muss man, also man findet wirklich überall, und das gibt überall Gelegenheiten. Man muss nur wollen. Das ist, meistens ist das eine Ausflucht, weil man einfach Angst hat. Ja. Und da ist man noch immer noch wieder Modul 2 Emotionen kontrollieren. Mhm. So, und da habe ich auch gemerkt, wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann schreibe ich die in eine Gruppe rein. Boom! Innerhalb von 12 Stunden oder nicht mal habe ich eine Antwort, spätestens. So, ne? Und das, also ich feiere mich richtig. Also ich finde das echt, echt geil. Ich bin auch richtig hinterher. Es gibt nichts Besseres. Also ich habe mich noch nie in meinem Leben, außer bei der Geburt meiner Kinder, das war aber nur kurz, dass man sich so, oder wenn ich meine Kinder angucke, so, ne? Aber so für mich selber so gut gefühlt. Und das ist natürlich auch einmal diese Erfolge, die du hast. Aber auch ganz, ganz ehrlich, das, was ich am meisten von euch feiere, ist wirklich dieses Mindset, dieses, was ist männlich? Das hat mich so geflasht, dieses Modul. Das habe ich so oft geguckt. So verinnerlicht. Weil wenn du das drin hast, dann ist der Rest egal. Denn das habt ihr ja nicht ohne Grund am Anfang gemacht. So, und wenn du diese Sachen drauf lebst, dann ist der Rest egal. Du hast gesagt, du hast wenig Zeit in der Woche. Wie viele Stunden Zeit hast du denn übrig, die du für Thema Dating nutzen kannst? Jeden Tag vielleicht 1,5. Ja, also ich könnte jeden Tag 1,5 Stunden übrigen, wenn ich wirklich drauf anlegen würde. Mache ich nicht. Ich mache dann andere Sachen für irgendwelche Freizeitsachen. So irgendwas kaufen, vielleicht mal Shopping gehen, Klamotten holen. Aber das ist halt auch so Zeit, wo, wenn ich da unterwegs bin, ich das auch sehe, da, ne, dass das irgendwie dieses Connected, dieses, ne, dass man sich in die Augen guckt und dann grinst sie. Und dann grinst ich meistens und lach so. Und dann lacht sie auch schon. Und dann sagt sie, ey, warte mal. Oder irgendwie sowas. Dann mache ich das natürlich so. Ne? Aber ich gehe jetzt eigentlich nicht gezielt raus und sage, ich spreche jetzt Frauen an. Also bei den meisten Männern ist es ja auch so, wenn du die mal fragst, so, die haben schon so 10 Chancen in der Woche teilweise oder 5 zumindest. Hm.
Sinne, aber die nutzen die halt einfach nicht. Und das ist ja auch das Ziel, dass du jetzt als 38-Jähriger dreimal die Woche Frauen ansprechen gehen musst, sondern dass es halt ein Alter quasi integriert. Ja. Also, ja, aber wie gesagt, das ist halt echt. Ihr sagt krass, ohne Scheiße. Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell gehen wird, dass das so effektiv ist. Ne? wird. Also wie gesagt, von mir Daumen, ganz großer Daumen hoch. Du hast wirklich wenig Zeit, denn du bist ja auch in den Live-Calls, kannst du nicht kommen, du schaust mir die Aufzeichnungen an. Also du hast mir am Anfang ja mal gesagt, wo ich dich gefragt habe, was ich mir beim Sport anhören soll. Und da hast du gesagt, hol dir die Live-Calls an und die Akademie, die eigentlichen Module, hörst du dir an, wenn du deine Ruhe hast. Und das halt, ist halt perfekt. Ne? Also die Module sind, sag ich mal so, oh, wie soll ich das erklären? So dieser Stamm, dass du halt wirklich immer dieses wie ich schule, diese harte Theorie und diese Calls sind halt schon, die verknüpfen die eigene. Ne? Da kriegt man natürlich auch schon ganz viele Sachen mit, die du noch gar nicht in den Modulen hattest teilweise. Aber siehst, wie die connecten mit dem, was du schon weißt, bloß darauf aufbauen. Und später, wenn du dann die Videos siehst oder die Module dazu siehst, sagst du, ach so, ja. Und es baut beides aufeinander auf. Ist eine geile Truppe. Also was ich da alles sehe, es ist jetzt kein Neid oder kein böses Blut oder sowas. Es ist richtig, richtig geil. Das ist so. Also du musst, wenn du in so ein Coaching gehst, aber es ist ja egal was, auch beim Sport, du musst dich halt zurückschrauben. Du musst dein Ego und du musst an dir arbeiten. Und wenn du dafür nicht bereit bist, dann bist du falsch. Definitiv, mach das. Also sei dir, also mach's aber auch nur, wenn du wirklich Erfolge haben willst. Willst du wirklich Frauen kennenlernen und nicht nur Pick-up-mäßig was machen, sondern wirklich dich so verändern, dass Frauen Bock auf dich haben. So, dass Frauen Bock auf dich haben, und dass du Bock hast, Frauen anzusprechen, dass du das lebst, dass das für dich das Normalste ist. Und willst dich auch selber richtig geil als Mann fühlen, so, ne? Dann mach dieses Coaching. Aber du musst bereit sein, dir wirklich selber Sachen einzugestehen und dich selber zurückzunehmen und lass dein Ego zu Hause. Komplett. Ich mache jetzt mal Umgangssprache, dann wirst du wie ein Gott sein. Also teilweise, ich fühl mich so geil. Also das ist das wirklich, ich habe so manchmal so ein gepushtes Ego. Wenn du das durchziehst, wenn du das ich machst, was die Frau deines Lebens kennenlernen, Frauen deines Lebens kennenlernen, wenn er das Coaching macht, hat er die Chance, ein recht geiler Macker zu werden, also ein richtiger Mann zu werden, auf den die Frauen stehen, aber auch auf den die Männer stehen, also als Freund, als zu denen die teilweise aufsehen, zu denen die als Vorbild nehmen. Ne, wenn du Kinder hast, deine Kinder feiern dich total ab, du gehst auch anders mit deinen Kindern um. Dein ganzes Umfeld sieht dich als heftigen, also als richtigen Mann. Und du fühlst dich auch so, es ist für jeden möglich. Man muss wirklich sich bloß sein Ego zu Hause lassen und das machen, was ihr wollt. Und dann ist das für jeden möglich, wirklich. Ja, Ja, eine Sache würde mich noch interessieren, und zwar, warum hast denn du dich für uns entschieden? Oder hast du vorher überlegt? Oder war das so spontan einfach? stimmt, ich habe mit Simon geredet, das erste Gespräch. Und ich hatte immer früher Probleme, dass ich halt immer Dates hatte und immer noch in der Friendzone war. Oder also in dem, jetzt weiß ich, in dem Smalltalk gefangen. Ich habe keinen Abschluss gefunden und ich habe auch keine Prämisse gesetzt. Also dir gefolgt und hast, habe ich, glaube ich, von dir eine Nachricht gekriegt. Und dann habe ich mit Simon telefoniert. Und dann haben wir es auch gleich, hat er mir es gleich ein bisschen erzählt, ein bisschen was ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Marvin? Scheiß drauf. Du hast jetzt gerade, weißt du, dein erstes Jahr selbstständig und hast gerade gut Geld gemacht. Hier, versuch's einfach. Ne? Spring ins kalte Wasser, scheißegal, bevor du es verfeierst, das Geld oder. Warum hast du denn nicht noch mal drüber geschlafen über die Entscheidung? Weil ich Bauchgefühlstyp bin. Ich habe gelernt, dass im Leben, wenn du über die meisten Sachen drüber nachdenkst, also du hast ein Bauchgefühl, du siehst was, eine Situation, du wirst gefragt und dann hast du ein Bauchgefühl. Und dann sagst du, oh, ich will noch drüber schlafen. Und dann denkst du und denkst die ganze Nacht drüber nach und denkst den nächsten Tag drüber nach und zerdenkst das und hin und her. Und bist dann meistens, sagt dein Kopf dir, bleib doch so, dir geht's doch gut. So wie du bist, geht's dir gut. Warum willst du irgendwas aufs Spiel setzen? In diesem Fall jetzt was Finanzielles. Warum willst du so viel Geld ausgeben für was Eventuelles, ne, das dich noch geiler, dass dich noch besser macht? Dir geht's doch gut. Aber bei sowas habe ich wirklich so ein gutes Gefühl. Weil erst habe ich auch gesagt, ich so viel Geld und dann so, ich weiß was, scheiß drauf. Das hast du liegen, das hast du übrig, das tut dir nicht weh. Mach das einfach. So, und dann habe ich es gemacht. Und es hat sich rentiert. Aber was willst du sonst mit deinem Geld? Sonst hätte ich mir wieder irgendwelche Aktien gekauft, ne, damit ich eventuell später noch ein bisschen reicher bin oder so. Also ich habe schon mal ein bisschen die anderen Module schon mal so angeguckt, was für Themen sind. Und ich habe da super drauf. Aber ich habe halt zu wenig Zeit. Ich mache es hier auf meiner Hauptarbeit, meinen Pausen. Also ich esse immer was und habe immer ein Modul auf. So, ne? Ja. Und ich, also wie gesagt, ich sage, mach bloß weiter so. Verbesserungen habe ich jetzt gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ihr seid echt cooles Team. Ich bin echt begeistert. Ne? Also ich feiere das wirklich, wirklich. Und das ist schwer, ne? Also dass man mich wirklich so begeistert. Ich bin auch sehr kritisch, ne? Aber das ist halt, ich bin voll begeistert. Also wirklich.
Hätte ich das bloß früher gemacht, hätte ich noch ein paar mehr geile Jahre gehabt. Wenn du gerade in einer ähnlichen Situation bist und aus einer langjährigen Beziehung kommst oder einfach generell dein Datingleben verbessern willst oder vielleicht auch die richtige für dich finden willst, dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch. Den Link findest du hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Und wir schauen uns deine Situation kostenlos an und geben dir auch Feedback, ob wir dir dabei weiterhelfen können. Also keine Angst, wir machen dir keinen Druck oder sowas und du wirst definitiv auch davon profitieren. Ich freue mich, wenn du dich bewirbst. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Ciao.